die habe ich damals alle in so einer Höhlentour gefunden, ne? Dann stelle ich so, da sind Smaragde und da sind Smaragde und da sind Smaragde, weißt du? Ja. So, ich hatte da noch Leder und so ein ganzes Kappes hier. Och, es ist furchtbar gerade. So ein bisschen, ja. Auch wenn ich hier nur hin und her laufe. Es ist furchtbar. Was wollte ich jetzt ablegen? Weizen? Will ich hier Weizen ablegen? Ich weiß gar nicht. Weizen. Habe ich überhaupt Weizen hier irgendwo? Da. Da jede Menge. Wow. So, müssen wir eigentlich auch auf lange Sicht irgendwas bauen, mit dem wir Tintenfische quälen können. Du Tierquäler! Nein, es geht darum halt wegen den Tintensäcken, weil früher oder später brauche ich die halt für Mistcraft und Gedöns und insgesamt schwarze Farbe im Allgemeinen. Also außer schwarze Farbe gibt es irgendwie noch anders. Ich weiß es nicht. Ich habe hier inzwischen so viel hier drin, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was ich habe. Fäden haben wir dann auf jeden Fall. Das heißt, ich könnte... Ich weiß gar nicht. Ich habe es jetzt vergessen. Wie viel von diesen komischen Duraluminium-Nuggets ich dann verwurschteln muss. Oder falls es überhaupt das richtige Material ist. Ach, ich habe doch keine Ahnung. Oh, furchtbar. Leder. Wo ist denn hier Leder? Es war hier irgendwo in den ganzen Kisten. Da hatten wir doch auch hier... So Zeug von Tieren. Da haben wir Schneebälle, Wuppdido, Ziegeltreppen. Hier bin ich eigentlich verkehrt. Wo habe ich denn mein Leder? Das ist hier die Redstone-Ecke. Hebel. Trichter. Sehr schon gleich kommen. Gleich kommt hier von irgendwoher wieder irgend so ein Drecks-Creeper und jagt mir das halbe Lager in die Luft. Aber dafür würde ich da halt hier auch mal gerne etwas verwenden, was es in NIO gibt. Diese komische Färbemaschine. Wo ist denn hier eine Lederkiste, verdammte Axt? Wer hat denn dieses Lager gebaut? Kann sein, dass wir das Lager mal bei Zeiten hier nochmal anders sortieren müssen. Also spätestens halt, wenn wir halt ein vernünftiges Lagersystem bauen können, dann sollte das hier auch alles ein bisschen umgelagert werden und verbessert werden. Da haben wir Leder. So. Haben wir ja doch bestimmt auch irgendwo Tintenbeutel. Oder zumindest eine Kiste dafür. Obwohl, das wäre ja dann eine Färbemittelkiste. Da. So. Dann haben wir noch so ein elendiges Ei. Euer, wir brauchen Euer. Ja, nee, jetzt nicht. Wenn ich irgendwas habe in dieser Welt, dann sind es Eier. Was kann ich denn alles aus Eiern herstellen? Warte mal. Eier. Ei. Ich mache das anders. Gib mir mal ein Ei her. Nein. 3, 4, 4. So. Aus Eier kann ich Kuchen machen, aus Eier kann ich das machen, aus Eier kann ich Omelette. Das geht inzwischen, interessant. Obwohl, das hätte ich jetzt schon lange machen können, weil More Creatures habe ich schon sehr, sehr lange drin. Wusste ich gar nicht. Das finde ich ja interessant. Das ist alles, was ich aus Eiern herstellen kann. In den zahlreichen Mods, die ich habe, Eier, na gut, hier kann ich Tarnungskappe. Mit einem Nether Star. Tarnungskappe. Brauche ich für Zepter der Tarnung. Eier, wir brauchen Eier. Nee, ich habe keine Ahnung. Was können wir denn dann auch machen? Beautyberry Turnover. Aha. Blackberry Danish. Gooseberry Cobbler. Huckleberry Tart. War das nicht Finn? Okay. Also eigentlich halt weitestgehend zum Kochen. Und natürlich irgendwas zum Tarnen. Das ist ganz toll. Och nö, nicht schon wieder so ein Meteorit hier. Gut, wir brauchen Sand, wir brauchen Kies, wir brauchen Ton. Wo haben wir das? Da haben wir Federn, hier sind wir im falschen Gang. Lehm ist hier schon mal gar nicht so verkehrt. Lehmbröckels. Da war Lehm. In der Lehmkiste haben wir nichts mehr. Was?
Habe ich das alle verbraucht? Kriege ich da irgendwie wieder, wieder Ton raus? Ist das möglich? Extractor. Dann kriege ich nicht wieder Ton raus. Verdammt. Aber zumindest nicht so. Kriege ich in irgendeiner Art und Weise da Ton wieder raus. Verbrannte Ziege ist ja auch ganz toll. Naja, sieht nicht danach aus. Verdammt. Ja, okay. Lehm. Ton. Wie kriege ich das noch her? Gar nicht. Kriege ich das irgendwo her? Aha, roter Pflasterstein. Kann ich das craften? Nein, kann ich nicht. Ist das Schlacke? Kann ich auch nicht. Doch, das kann ich irgendwo her raus. Das ist aus der Induktionsschmelze und Eisenkrams. Okay. Warte. Ein bisschen Lehm haben wir auch noch hier bei beim Testgelände. Kann ich das noch anders herstellen? So, geh mal weg aus Ton. Propolis. Was ist denn Propolis? Kommt irgendwie aus Lycanite Jungle Mobs. Aha. Okay. Also, wir haben jetzt tatsächlich derzeit kein Ton, kein Leben. Weder das eine noch das andere. Die einzige Möglichkeit halt an sowas ranzukommen wäre derzeit farmen. Nein. Ich bin noch gar nicht richtig dafür ausgerüstet. Ich habe wirklich nichts davon, ne? Okay. Dann holen wir uns mal an Lehm-Ton, was wir vielleicht noch im Testgelände haben. Wird ja wahrscheinlich nicht so viel sein, aber immerhin etwas. Also Gravel und Sand ist echt das kleinste Problem. Wir bräuchten einfach eine Müskwaff-Welt aus Lehm. Irgendwann. Und dann stellen wir da eine Query rein und alles ist gut. Mammut, wie löst du deine Probleme? Mit einer Query, mit einem Steinbruch. Ist so. Wenn ich ein Problem habe, baue ich einfach irgendwo Steinbruch hin. Wer kennt das nicht? So. Wie viel von dem Mist haben wir denn? Hier genau gar nichts. Hier auch eher wenig. Und hier auch nicht. Hier haben wir 8. Wow. Damit komme ich weit. Richtig weit. Ja, was sagt uns das? Wir haben ein kleines bis mittelgroßes Problem wahrscheinlich. Ist so. Hier haben wir auch sehr viel. Hier auch. Hier auch. Und hier auch eher nicht so. Dass wir das alles von damals mit, wo wir, ne, vor, keine Ahnung, für Jahren, als wir mit Vestas auf Lehmtour waren, das alles verbrachten. Hammer. Gibt's ja nicht. Hm. Gucke nochmal ganz kurz, ob es hier vielleicht irgendwie was gibt. Aber ich glaube nicht, dass ich hier irgendwo durch die Query an so Zeug gekommen bin, ne? Jetzt hier aus müsste ich hier eigentlich mal wieder
nachfüllen, ne? So. Einfach mal so ein bisschen was hier. Es läuft ja stetig und ständig. Und deswegen einfach mal machen. So. Reicht jetzt aber auch. Aber sieht denn nicht danach aus, als gäbe es jetzt hier irgendwas an Lehm? Also langsam wird es hier wieder voll. Das ist ja schon wieder unschön. Ich werde wahrscheinlich auf kurz oder lang so machen, dass ich hier das vom Strom mal ganz kurz abkapseln werde und dann hier das nochmal ein bisschen umbauen werde, dass hier, keine Ahnung, Steine gleich irgendwo hin verfrachtet werden, wo es dann gleich komprimiert wird. Ich glaube, das ist gar nicht mal so eine verkehrte Idee. Wobei, ich weiß halt... Ja, gut, wir sind jetzt, keine Ahnung, was für eine Höhe... Ja, Hälfte. Wir haben die Hälfte des Steinbruchs hier durch. Die Hälfte. Ich kann gar nicht das in Worte fassen, wie erschreckt ich darüber jetzt gerade bin, dass wir bei der Hälfte sind. Ja, so eine große Quarry, die hat halt ne, viel Müll. Wir... Och, ich will mich wieder zerteilen. Oh, das ist furchtbar. Ich errechne gerade, wie lange es dauern würde. Wir machen es eben schnell. Kapseln wir das Ganze halt mal ganz kurz ab vom Strom. So. Dann kann das nämlich nicht weiterarbeiten. So, dann brauchen wir... Wir brauchen so ein Diamantrohr. Habe ich hier noch Diamanten fertig? Fragezeichen. Das wäre ja schön. Dann bräuchte ich hier so ein paar Motoren. Oder auch andere Items. Ich habe keine Ahnung. Diamanten haben wir hier nicht wirklich viel gerade. Gut, holen wir uns mal... Ich hoffe, das funktioniert. Wie ich mir das vorstelle. Wir holen uns mal kurz ein paar Diamanten. So zwei Stück. Damit ich hier so ein Sortierungsrohr machen kann. Was wahrscheinlich jetzt auch wieder anders gehen würde. NIO und hast du nicht gesehen. Nur halt, das ist so das, was ich jetzt am schnellsten machen kann, ohne dass ich jetzt irgendwie in den Strahl kotze. Ach ja, ach ja, ach ja. So. Machen wir uns auch gleich hier die ganzen Motoren und sowas fertig hier, wenn wir schon mal hier sind. Also, wir brauchen Diamanten, zwei Stück, mindestens. Ein paar Sandsteinrohre, wenn nicht verkehrt. Glas haben wir. Glasflasche in... Ja gut, ist okay. Wir nehmen mal hier so ein paar Rohre. Erstmal so ein gutes altes Knoppersbrötchen, das sind die besten. So, hier mal ganz kurz abbauen, neu hinbauen, weil wir wissen ja, ne, Werkbänke kann man auch anders hinbauen, in besser. Könnte man jetzt noch neben eine Bank bauen, dann neben eine Kiste, hast du auch gleich das aus der Kiste hier drin, haben wir ja jetzt gelernt. Das war so, ne? Siehst du, aber acht Diamanten, ne, Transportrohr, das ist eigentlich schon okay. Wir brauchen auf jeden Fall noch was aus Sandstein. Wir brauchen noch welche aus Holz. Holz. Nehmen wir mal Holz. Wir haben doch hier so viel Holz, dass ich sowieso nicht benutze. So. Ne, die halt von Werkbank zu Werkbank zu Werkbank zu Werkbank gehen.